Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo, hier mit so einem kleinen Täschchen und einer weiteren Folge von Transport- und Fesselsystemen. Da möchte ich euch mal hier auch etwas Älteres vorstellen, was man ganz gut hier auch am Gürtel oder einfach so transportieren kann. Das Ganze ist ein Produkt aus Polen und stammt schätzungsweise, ich denke mal so aus den 80ern, vielleicht auch Anfang der 90er. Wir gucken mal rein, was da so Schickes drin ist. Und zwar ist da ein Gurt mit Handschellen drin und ganz unten ein Schlüssel. Und den müssen wir uns natürlich hier gesondert mal hinlegen, dass wir die Handfesseln dann hinterher auch wieder aufbekommen. Wir haben also hier einen Transportgurt aus Polen und zur Veranschaulichung werden wir den jetzt erstmal an unserem Mustergefangenen hier befestigen. Ist das richtig rum? Ja, ist richtig rum. Dazu legen wir den hier einmal herum und klipsen den hier hinten zu. Ich habe übrigens gerade nicht gelogen, hier steht 85 drauf, KDS, also das sollte 1985 bedeuten. Das heißt, das Ding ist wirklich schon etwas älter. Man kann den hier im Umfang auch anpassen. Das heißt, ich muss ihn zuerst ein bisschen weiterstellen. Dann, so, ja, das ist alles hier so ein bisschen knorkelig. Da gibt es, glaube ich, auch ein schönes System, wie man das machen kann. Wir ziehen hier erstmal den Gurt etwas durch. So. Wenn man das, glaube ich, gelernt hat als polnischer Justizvollzugsbeamter und dann ja auch häufiger mal macht, dann kennt man sicherlich auch einen Trick, wie das geht und wird darüber lachen, wie ich mir hier die Hände breche so ungefähr oder die Finger breche. Aber vielleicht geht es auch gar nicht anders. So, jetzt halte ich das hier hinten fest. Ziehe das hier schon mal durch. Zack. Dann ziehen wir das hier durch und das dadurch. So, jetzt ist es ein bisschen enger. Wir haben aber noch ordentlich Platz. So, und wir sehen hier auf der Rückseite dieses Gewebeband. Das ist auch vernäht. Auch hier sogar über Kreuz. Das ist also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und um es zu öffnen, brauchen wir hier zwei Finger. Das ist auch relativ simpel. Aber dann für den Gefangenen natürlich auch schwierig, irgendwo dran zu kommen. Wenn wir vorne weiterschauen, dann sehen wir, dass hier entsprechend die Handschellen anliegen. Und zwar haben wir hier PPST 85.1 aufgebracht, also auch 1985. Und die Handfesseln laufen hier oder sind quasi verbunden mit einem Stahlseil, was hier drin läuft. Das sehen wir hier noch, wie es rausguckt. Da ist also keine Kette, sondern eben dieses Stahlseil. Und wenn wir die Gefangene dann hier verhaften, dann legen wir die Handschellen an. Auf der anderen Seite auch. Ich mache mal die Schlüssellöcher nach vorne, dann wird es gleich ein bisschen einfacher. Und der Gurt ist verschlossen. Wir haben hier am Schlüssel, obwohl das ein bisschen kurz ist hier für den Double Lock. Ich glaube, Double Lock wird da schwierig, aber den denken wir uns. Und hier haben wir jetzt den Vorteil, im Gegensatz zu anderen Gurten, dass die Handfesseln so ein bisschen seitlich am Gurt befestigt sind. Und ihr seht, wenn man sich jetzt da so ein bisschen hin und her bewegen möchte, dann geht das. Allerdings bewegt sich halt der ganze Gurt mit, dadurch, dass er jetzt nicht ganz so eng angelegt ist und auch natürlich hier das Gewebe relativ rutschig ist. Wenn wir uns das mal hinten anschauen, wie weit man da an die Schnalle rankommt, dann ist es schon relativ nah. Aber wie schon gesagt, muss man eben diese beiden Knöpfe hier drücken. Wir können das ja nochmal mit der anderen Hand probieren, wie weit die da rankommt. Und ihr seht wie immer, wie es quasi schon verschwindet. Man könnte hier drankommen. Und man könnte sicherlich mit ganz, ganz viel Zeit auch irgendwie gucken, dass man den Gurt aufbekommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gleich klappt. Oh. Naja, es ist gar nicht so einfach, aber es würde funktionieren. Mit etwas Zeit, wie gesagt.
Ja, der Gurt ist jetzt auch nicht ganz so fest, den hätte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen fester ziehen sollen. Vielleicht auch die Handschellen noch ein bisschen enger ziehen sollen. Aber ihr seht, das ist schon gefährlich. Dadurch, dass man natürlich beide Seiten drücken muss, gleichzeitig auch noch, ist es nochmal erschwert. Und ja, hat noch nicht geklappt. Also es bleibt spannend und scheint wohl auch sehr anstrengend zu sein, aber jetzt ist er offen. Okay, das war übrigens nicht geplant, also hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert, aber es geht. Wir gucken uns das hier nochmal an, wie gesagt. Ne, also hier haben wir eben diese Schnalle, die hier einrastet. Und durch diesen Druck, also das ist hier gefedert, ne, man braucht auch schon ganz schön Kraft, muss man sagen, schiebt man hier diese beiden Innenteile auseinander und dann geht die Schnalle eben auf. Ja. Ja. Also Sicherheitstest vielleicht nicht unbedingt bestanden. Es gibt da sicherlich die ein oder anderen Menschen, die da wirklich leicht rauskommen können. Natürlich probiert man das nicht gleich sofort, aber es ist möglich. So. Genau, die Handfessel haben wir auch ab. Also wirklich hier ein schönes Stück Zeitgeschichte. Auch schön ausgeklügelt hier produziert, hier auch alles nochmal vernäht. Ja, also ein schickes Teil. Ich hoffe, die Vorführung hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.